bin der Benny Happen von den Leindeckern. Ich bin hier in Leipzig bei der Produktion Pro Christ, der Projektleiter und technische Leiter. Und das Besondere an diesem Thema ist, dass wir in der Veranstaltungshalle nicht nur Live-Bild links-rechts produzieren, sondern eigentlich eine Fernsehsendung mit europaweiter Reichweite machen. Also vom Setbau, der Designidee bis hin zur technischen Umsetzung haben wir hier Broadcast-Standards in allen Disziplinen geliefert. Und am Ende sendefähiges Material zu produzieren, denn auch das Thema Broadcasting macht uns viel Spaß. Mein Name ist Olli Czotta von Leindecker. Wichtig im Showbetrieb ist natürlich die reibungslose Kommunikation. Zum Einsatz kommt hier unser neues Drahtlos-Intercom-System Bolero aus dem Hause Riedel. Stärken für den Anwender ist die einfache Bedienbarkeit der Bellpacks und die sehr, sehr gute Audioqualität. Technische Stärken sind der schnelle Aufbau und die Programmierung des Systems. Die benötigte Abdeckung erreicht man ohne großen Aufwand mit einer oder mehrerer Bolero-Antennen. Der Wunsch des Kunden war, hier ein leichtes, dezentes System in die Decke zu bringen. Lastenmäßig sind wir auch wie immer eigentlich begrenzt. Wir haben uns hier für unseren Favoriten aus dem Hause L-Acoustics entschieden. Kiva 2 mit geflogenen SB15 Subs. SB18 Subs haben wir am Boden und ein Mix aus X8 und 5XT als Frontfill. Ich bin Robert Föde und ich bin Tonmeister und ich mache den Sendeton für Pro Christ. Das bedeutet, ich mische die Signale, die aus dem Saal kommen, Atmos, Matzen, alle Musiken einzeln und so weiter, zu einem Stereosignal zusammen, dass man es hinterher auf dem Sender hört. Das ist eine VU7000. Ich habe ungefähr 90 Signale am Start.